Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Klospülung richtig reparieren kann, wenn der Spülkasten ständig nachläuft. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hier gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, warum das Ganze bei dir zu Hause nicht richtig funktioniert, weswegen wir jetzt einfach mal die einzelnen Probleme Schritt für Schritt mit der entsprechenden Lösung durchgehen. Oftmals sind von Haus aus die Drückerstangen unter unserer Drückerplatte schon falsch eingestellt, was einfach diese Undichtigkeit verursacht. Deswegen müssen wir das Ganze erst einmal öffnen, hierfür bei der Firma Geberit, die Drückerplatte etwas nach oben heben, oben von den Fliesen wegziehen und wenn wir es loslassen, können wir diese auch schon entnehmen. Wenn eine der Drückerstangen zu weit draußen ist, dann haben wir einfach das Problem, dass die Drückerplatte durchgehend Druck auf diese Stange auswirkt und dadurch natürlich auch der Spülkasten durchgehend etwas Wasser durchlässt. Das kann man übrigens super daran erkennen, dass wenn wir die Drückerplatte abbauen, dass dann natürlich auch der Druck von der Drückerstange genommen wird und es auf jeden Fall wieder abdichten sollte. Die Lösung hier ist eigentlich relativ einfach. Zuerst einmal müssen wir unsere Drückerstange lösen. Hierfür normalerweise um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Durch das Klicken erkennt man das relativ gut. Und dann die Drückerstange einfach etwas weiter in den Spülkasten hineingeben und wieder um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet. Falls bei dir ein anderes Problem vorliegt, müssen wir zuerst mal unseren Spülkasten ganz öffnen. Hierfür auf der linken Seite diese blaue Befestigung einmal nach oben drücken, auf der rechten Seite nach unten und diese weißen Haken um 90 Grad Richtung Mitte drehen und schon können wir auch unseren Befestigungsrahmen ganz einfach nach vorne entnehmen. Darunter befindet sich die sogenannte Schutzplatte und die hat hier oben einfach zwei solche kleinen weißen Haken, die ich jetzt etwas nach unten drücke und dann kann ich das Ganze nämlich auch schon nach vorne und etwas nach oben hin einfach entnehmen. Bevor wir weitermachen, würde ich zuerst einmal die Drückergarnitur etwas genauer anschauen, denn hier kann es natürlich auch immer mal wieder vorkommen, dass sich etwas spießt und dadurch der Spülkasten auch durchgehend leicht geöffnet ist. Bei mir schaut es aber super aus, weswegen ich jetzt diese erst einmal noch ausbaue. Hierfür haben wir hier unten so eine weiße Nase, die drücke ich jetzt etwas nach innen, ziehe meine Drückergarnitur auch schon nach oben und jetzt kann ich mal mit Gefühl schauen, dass ich diese auch schon ganz einfach entnehmen kann. Denn jetzt geht es darum, dass wir unseren Spülkasten erst einmal ordentlich entkalken, da ich einfach mal aus Erfahrung sagen würde, dass in 90% der Fälle der Kalk einfach dafür zuständig ist, dass entweder das Schwimmerventil oder auch die Heberglocke hier unten Probleme machen. Ich persönlich bin hierbei ein großer Fan von reiner Zitronensäure. Davon gebe ich jetzt nämlich einfach mal circa 100 Gramm, was 5 gehäufte Esslöffel entspricht, in eine einfache Schüssel. Und danach fülle ich das Ganze mal mit etwas lauwarmem Wasser, was nicht über 40 Grad warm sein sollte, auf. Sobald ich das getan habe, kann ich das Ganze auch schon mit dem Löffel ganz einfach vermischen und der Entkalker ist auch schon einsatzbereit. Im nächsten Schritt halte ich mir meine Zitronensäure schon einmal bereit und ziehe einfach mal an der Heberglocke und lasse das ganze Wasser aus dem Spülkasten mal heraus. Sobald das ganze Wasser draußen ist, was man im Geräusch relativ gut erkennen kann, lasse ich die Heberglocke los, gebe den Entkalker sofort in den Spülkasten hinein und jetzt füllt sich ja der Spülkasten auf und die Zitronensäure wird dadurch noch einmal besser vermischt. Sobald er ganz aufgefüllt ist, betätige ich die Heberglocke nochmal ganz leicht und dadurch gelangt der Entkalk jetzt nämlich auch in unser Spülrohr und vor allem auch wirklich an alle Dichtungen. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir das Ganze mal für mindestens 2 Stunden stehen lassen oder am besten auch gleich über die Nacht. Die 2 Stunden sind rum und jetzt sollten wir den Spülkasten am besten noch 2-mal nachspülen, dass natürlich der Entkalk jetzt auch komplett raus ist. Und danach können wir dann auch schon einmal das komplette Ergebnis betrachten und diesen Vorgang natürlich, falls es nichts geholfen hat, gerne nochmal wiederholen. Wie gesagt, in den meisten Fällen sollte ein Spülkasten zu Hause wieder einwandfrei funktionieren. Falls es aber doch noch Probleme geben sollte, dann ist wahrscheinlich irgendwie das Schwimmerventil oder auch die Heberglocke mit der entsprechenden Dichtung kaputt. Wie man das Ganze repariert bzw. austauscht, dafür habe ich auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal gemacht, da das einfach dieses Video zeitlich auf jeden Fall sprengen würde. Im Idealfall funktioniert dein Spülkasten wieder einwandfrei und wir können alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Zuerst müssen wir bei der Drückergarnitur darauf achten, dass diese 2 Haken auch in die dementsprechenden Öffnungen hineingegeben werden. Das sollte bei mir jetzt auch schon passen. Und dann achten wir darauf, dass hier oben diese 2 Nasen hinten auch in die entsprechenden Halterungen reinpassen. Danach hier vorne diese weiße Nase etwas nach hinten drücken und die Drückergarnitur kann schon ganz einfach eingesetzt werden.
Bei der Schutzplatte fädeln wir zuerst einmal unsere Drückerstangen hier unten sauber durch. Dann achten wir darauf, dass hier unten auch zwei solche kleinen Nasen in die entsprechenden Einkerbungen hinein müssen. Und wir können oben die zwei Haken etwas nach unten drücken und geben das Ganze auch schon nach hinten. Beim Befestigungsrahmen achten wir darauf, dass die zwei weißen Haken schon in die Mitte zeigen. Dann können wir diese nämlich auch dementsprechend schon hinten hineingeben. Und jetzt müssen wir nur unsere Befestigungsstangen noch durch unsere zwei Öffnungen hier unten durchgeben. Dann einmal das Ganze etwas mit Druck gegen die Fliesen schon halten. Den weißen Haken um 90 Grad nach unten drehen. Auf der anderen Seite um 90 Grad nach oben. Und die blaue Fixierung mal mit etwas Druck nach oben bzw. mit etwas Druck nach unten geben. Zum Schluss müssen wir noch die Drückerplatte aufsetzen, hierfür zuerst mal unten gegen die Fliesen geben, dann kann ich das Ganze normalerweise auch schon etwas nach oben drücken, als nächstes noch oben gegen die Fliesen und sobald ich loslasse, wird das Ganze normalerweise auch bombenfest halten. Und somit haben wir jetzt auch schon unseren Spülkasten repariert, so dass dieser nicht mehr durchgehend läuft. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine Zitronensäure oder verschiedene Ersatzteile für deinen Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.